WDR 3 Meisterstücke. Lux Aeterna von György Ligeti. Chormusik ist ja bekanntlich nicht klein zu kriegen. Nahezu überall wird nach Herzenslust mehrstimmig geschmettert, vom ortsansässigen Kirchenchor über unzählige A cappella-Formationen bis hin zum Männerchor der Kölner Verkehrsbetriebe. Und immer gilt, bitte, bitte auf die Textverständlichkeit achten. Insbesondere bei Wörtern, die auf Konsonanten enden, ist das ja besonders heikel. Es gibt aber auch einen A cappella-Megahit, bei dem man sich diesen vokalen Stress in Sachen Timing in der Regel sparen kann. Und den verdanken wir György Ligeti, beziehungsweise eigentlich Stanley Kubrick, aber dazu kommen wir später. Ach so, bitte passen Sie bei Online-Recherchen zu Ligeti, dem sicherlich bekanntesten Komponisten aus dem rumänischen Siebenbürgen, auf. Etwa die Hälfte des weltweiten Internets dreht sich lediglich um die Frage, wie man dessen Vornamen korrekt ausspricht. György, Györgyi, Csörcs, große Diskussion. Nennen wir ihn sicherheitshalber einfach Ligeti. Oder heißt es doch Ligeti? Eines seiner Meisterstücke kommt aus dem Jahr 1966, ist wirklich nix für den handelsüblichen Gesangsverein in der nächsten Pfarrgemeinde und heißt Lux Aeterna. Für 16-stimmigen gemischten Chor. Und für alle, die den Text der lateinischen Totenmesse glücklicherweise schon länger nicht mehr gehört haben, hier mal ein kurzes Update in deutscher Sprache. Das ewige Licht leuchte ihnen, o Herr, bei deinen Heiligen in Ewigkeit, denn du bist mild. Herr, gib ihnen die ewige Ruhe, und das ewige Licht leuchte ihnen. Vielleicht hätten Sie erstmal gar nicht bemerkt, dass hier lateinisch gesungen wird, denn diesen bahnbrechenden vokalen Sound kreiert Ligeti unter anderem mit Verschleierungstaktik. Und zwar gleich zu Beginn. Hören wir nochmal rein. Was hier eigentlich passiert, offenbart sich erst bei einem Blick in die Partitur. Viermal Alt und viermal Sopran setzen ein, und zwar allesamt auf ein und demselben Ton. Rhythmisch allerdings ziemlich vertrackt verschoben, fast immer auf unbetonten Zählzeiten, sage und schreibe 23 verschiedene Einsätze auf dem Ton F in 3,5 Takten. Ja, wahrscheinlich Weltrekord. Eine zunächst einstimmige Klangfläche, durchbrochen nur von einer Art Flüstern, dem X aus dem Wort Lux. Der Schweizer Journalist und Musikproduzent Valerio Benz sagt über Lux Aeterna: Eine Aufführung ohne musikalische Leitung wird praktisch unmöglich. Die Dirigentenrolle gleicht jener eines alchemistischen Zauberers. Zudem soll hier stets möglichst sanft eingesetzt werden, akzentlos gesungen werden, wie aus der Ferne. Und auch der zugrunde liegende Viervierteltakt dient lediglich der Organisation und soll in keiner Weise zu gängigen Betonungen führen. Puh, ziemlich viele No-Gos bereits auf den ersten zwei Partiturseiten, aber der klangliche Effekt ist von einer einzigartigen Sogwirkung. Ligeti meint: Man kann die Musik sinnlich erleben, auch wenn man ihre Struktur nicht versteht. Gute Idee. Die Stimmen sind nämlich zeitlich so gegensätzlich strukturiert, dass man als Hörer keinerlei rhythmischen Puls wahrzunehmen vermag. Auf sehr kunstvolle Art und Weise ereignet sich dieses Chorstück gewissermaßen in musikalischer Schwerelosigkeit. Sie finden, das hat ein bisschen was von Science Fiction? Ja, Stanley Kubrick auch, aber dazu kommen wir später. Mittlerweile sind zu den 8 weiblichen Tenorstimmen hinzugetreten. Fast unmerklich verbreitert sich so der Tonraum, gleichzeitig aber verdichtet sich die ganze Klangfläche.
Sie wandelt sich fortwährend, ist kaum zu greifen. Mal meint man für einen Moment harmonischen Hall zu finden, schon entzieht sich die Komposition wieder in Richtung, tja, was soll man sagen, in unendliche Weiten des Weltraums. Nein, dazu kommen wir wirklich später. Nun setzen übrigens gleich drei Bässe ein. Allerdings so unfassbar hoch, dass man sie auch locker für Altistinnen halten könnte. Außerdem p-p-p, also im dreifachen Piano, was die Sache jetzt nicht leichter macht. Ligeti-Fachmann und Musikwissenschaftler Ulrich Dibelius meint in Bezug auf Lux Aeterna: Die Mystik, die der katholischen Liturgie anhaftet, wurde hier in eine klare Haltung existenzieller Bewusstheit überführt, ins Daseinshelle gehoben, ja eigentlich in konträrer Richtung zum Weltlichen hin transzendiert. Ja, das allerdings versteht wirklich kein Mensch. Aber richtig ist, man sollte Ligetis Lux Aeterna nicht vorschnell in die Schublade geistliche Musik, Abteilung katholische Messkomposition stecken. Immerhin handelt es sich bei György eigentlich um den Sohn linksintellektueller ungarischer Juden und Ligeti selbst stellt klar: Meine Requiem sind nicht liturgisch. Ich bin nicht katholisch, ich bin jüdischer Herkunft, gehöre aber keiner Religion an. Ich habe den Text des Requiems wegen seiner Bilder der Furcht, der Angst vor dem Tod und des Endes der Welt verwendet. Was für ein Requiem? Ach ja, Lux Aeterna ist in gewisser Weise der verspätet eingereichte, introvertierte Schlusspunkt unter ein anderes von Ligetis Werken. Kurz zuvor komponierte er sein nicht weniger legendäres Requiem für Solistinnen, gemischte Chöre und großes Orchester. Klingt auch, allerdings sehr anders. Wer war dieser 1923 geborene Ligeti, der eigentlich mal Biochemiker werden wollte, dies als Jude nicht durfte, deshalb die Musikerlaufbahn einschlug und sich unter kommunistischer Herrschaft erst einmal mit unverfänglicher rumänisch-ungarischer Folklore beschäftigte? Von diesem Augenblick an habe ich mich radikal geweigert, politische Kompositionen zu schreiben und habe mich hinter den harmlosen Volksliedbearbeitungen und dem Unterrichten verschanzt. 1944 desertierte Ligeti aus der Armee, wurde später Musikdozent an der Budapester Akademie. Nach dem ungarischen Volksaufstand 1956 floh er nach Österreich und war nur ein Jahr später sogar kurz mal freier Mitarbeiter im Kölner Studio für elektronische Musik. Mit der Betonung auf kurz. Ja, die seriell organisierte Musik, Stockhausen, Boulez und so weiter, fand György eher so naja. Und erlebte 1961 bei den Donaueschinger Musiktagen seinen eigenen Durchbruch. Dank seiner Komposition Atmosphäre. Nein, eigentlich dank Stanley Kubrick, aber dazu kommen wir wie gesagt später. Auch in diesem Stück arbeitet Ligeti mit flächigen Zuständen, in denen sich kaum Konturen wirklich greifbarer Gestalten erfassen lassen. Das war für viele so faszinierend und auf den ersten Blick positiv anders, dass Atmosphäre bei seiner Premiere sogleich wiederholt werden musste. Kein Problem, bei lediglich 9 Minuten Länge ist es genauso kurz wie Lux Aeterna. Nach gut 5 Minuten sind hier alle Stimmen im Einsatz, jeweils völlig autark, aber doch verschmolzen zu einem changierenden Ganzen. Noch einmal Valerio Benz. Die Umsetzung ist mit viel Probenarbeit verbunden. Alles ist bis ins kleinste Detail notiert und trotzdem bleibt die Orientierung ein Problem. 16 Einzelstimmen, jede mit ihrem eigenen Innenleben, aber kein gemeinsam fühlbares Metrum, kein Rhythmus, nichts Melodisches. Alle navigieren gewissermaßen im Blindflug. Apropos Blindflug, kommen wir endlich dazu, warum uns allen Atmosphäre, Requiem und vor allem Lux Aeterna von György Ligeti so viel vertrauter sind als so ziemlich alle andere neue Musik nach 1945. Der Grund dafür ist eine Urheberrechtsverletzung. Kurz vor der Premiere seines cineastischen Meisterwerks 2001
Odyssee im Weltraum, schmeißt Kultregisseur Stanley Kubrick etwas ganz Zentrales über Bord, nämlich die komplette eigens komponierte Filmmusik und bedient sich stattdessen treffsicher in der jüngeren und jüngsten Kunstmusik. George mal zu fragen, ob er gleich drei seiner Kompositionen verwenden darf, also auf die Idee scheine Kubrick gar nicht erst gekommen zu sein. Ligeti hält fest: Ich verehre Kubricks Kunst, nicht aber seinen Egoismus und die Missachtung von Menschen. Es kommt zum Rechtsstreit zwischen der Produktionsfirma und Ligeti. Die übermächtige MGM lässt ihn wissen: Sie werden Ihren Prozess in Frankfurt, Wien und London gewinnen. In Los Angeles aber können wir ihn 20 Jahre dauern lassen. Wollen Sie lieber jetzt $1,000? Am Ende werden es immerhin $3,000. Und tatsächlich erfuhr der österreichisch-ungarische Klangmagier nur durch Zufall von seinem unfreiwilligen Durchbruch als Soundtrack-Lieferant. Ich habe im Frühjahr 1968 einen Brief von einem New Yorker Bekannten bekommen. Darin stand, es gäbe einen unglaublichen Science-Fiction-Film von Kubrick mit meiner Musik. Ich habe Kubrick nie persönlich getroffen, obwohl er meine Musik öfters verwendet hat. Dafür bin ich dankbar, weil ich ihn für ein Genie halte. Nun denn, zumindest künstlerisch ein versöhnlicher Abschluss, und Ligeti selbst räumt ein: Meine Musik passt ideal zu diesen Weltraum- und Geschwindigkeitsfantasien. Ziemlich erstaunlich, dass Ligeti diesen universumigen Sound ohne jegliche technische oder elektronische Maßnahmen allein und ausgerechnet mit dem zutiefst menschlichen Instrument der Stimme kreiert. Und, falls es ein Trost ist, die Herren Strauss hat Kubrick für seine Odyssee im Urheberrecht ebenso wenig um Erlaubnis gefragt. Weder Richard noch Johann. Man ist also durchaus in guter Gesellschaft. Nachdem sich das Klangfeld in Lux Aeterna gegen Ende nach und nach ausdünnt, bleiben zuletzt bloß noch vier sich sanft reibende Altstimmen mit einem engen Intervall übrig. Und zwar morendo, also ersterbend. Das Stück verschwindet gleichsam ins Nichts, aus dem es 9 Minuten zuvor gekommen ist. Den absoluten Schluss von Lux Aeterna hat Stanley Kubrick meines Wissens übrigens nicht verwendet. Es folgen nämlich noch 7 Takte mit schweigendem Chor, quasi ein nicht hörbares Dirigentensolo. Definitiv nichts für filmmusikalische Zwecke und ich gebe zu, auch hier im Radio eher schwierig. Aber wir können es ja mal versuchen. Nee, geht nicht.